jetzt steht hier hervorragend. Für Sie immer noch hervorragend. Okay, jetzt läuft's auch, oder? Irgendwie. Besser auf jeden Fall. Ah, ich traue der Sache nicht. Kommen wir alles ein bisschen fragil vor. Aber schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Naja, okay. Dann lassen wir es mal so. Wird schon gut gehen. Wenn es wieder Einbrüche gibt, stärkere, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas spinnt, sagt mir Bescheid. Dann muss ich mal gucken. Vielleicht kann man noch ein bisschen rumschrauben, dass es noch ein bisschen stabiler wird. Aber jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Genshin Impact. Ich habe leider nicht mehr viel zu tun, ehrlich gesagt. Ich bin halt mit dem Spiel relativ durch jetzt, was den aktuellen Content angeht. Ich kann auch so ein bisschen meine Dailies machen, meine Daily Quests. Und es gibt bestimmt noch die ein oder andere versteckte Kiste, das ein oder andere Rätsel zu entdecken, irgendwo in der Welt. Aber viele können es nicht mehr sein, glaube ich. Aber ich habe noch ein bisschen Dingsi-Bumsi übrig. Mondstaubsaft. Und den verbrauchen wir jetzt noch, weil das brauche ich auch noch für meine Daily Challenge. Deswegen mache ich das Ganze eigentlich. Vor allem. Unter anderem. Nicht vor allem. Und Elektro-Crafting-Materialien kann man immer brauchen. Nee, wartet mal. Wisst ihr, was ich dringender brauche? Genau, ich stehe schon vor dem richtigen. Heute ist nämlich Dienstag. Und Dienstag, hi Desert Railgun, wie geht's? Gibt's diese Wolfskrallen-Dinger und die brauche ich. Deswegen stand ich überhaupt hier. Die müssen wir jetzt ein bisschen grinden. Das wäre ziemlich praktisch, wenn das hinhauen würde. So. Wartet mal schnell. Ich mach schnell ein Team zusammen, das hier ganz gut funktionieren dürfte. Gott, ich habe sie auf Englisch gestellt. Ich wollte es eigentlich auf. Na, die Englisch. Nee, ich kann es mir nicht auf Englisch anhören. Englisch ist in dem Spiel furchtbar. Das muss ich nachher umstellen. Didn't keep you waiting, did ich finde die englische Synchro im Spiel wirklich nicht gut. Die tut mir in den Ohren weh. Okay, aber trotzdem starten wir erstmal die Herausforderung. Weil ich glaube, wir müssen das erst machen, bevor ich die Sprache umstellen kann. Da ist Chinesisch oder auch Japanisch schon viel angenehmer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin erledigt. Muss ich euch sagen. Fix und fertig. Ich habe gar keinen Heiler mitgenommen. Bin schon ein bisschen blöd, oder? Verdammt nochmal. Cool, Mr. Skyline. Hallo. Perfektes Timing also. Ich habe gar keinen Heiler eingepackt. Dafür habe ich ordentlich Damage Output. Dürfte schon hoffentlich hinhauen. Schauen wir mal. Hier sind die Wassermagier, das Gefährlichste, weil die heilen können. Die muss man wirklich als erstes ausschalten. Das spawnen gleich mehrere am Stück. Dieser Wirbelsturm von dem Charakter ist so irre. Da geht die Framerate in die Knie. Manchmal, wenn richtig viel los ist, kriegt er die PlayStation echt ordentlich Probleme. As you wish, main Fräulein. Ich finde das so witzig, weil sie hier, die Fischl, heißt mit Titel Prinzessin der Verurteilung. Also auch im chinesischen Original. Die heißt einfach Prinzessin der Verurteilung.
Und im Englischen sprechen die das immer so witzig aus. Die sagen da irgendwie sowas wie Prinzessin der Vererdelung. Und ich muss da immer an Steve Urkel denken, wenn die das sagen. Die Prinzessin der Vererdelung. Ich find's super. Midnight Phantasmagoria. Ja. Wieder ein Sieg für die Prinzessin der Vererdelung. Vererdelung. Sehr schön. Genau. War ich das etwa? Hab ich gerade die ganzen Schleims getötet? So, da la. Yeah. Wirklich einen weißen bekommen. Das ist gut. Ich grind schon ein bisschen für die nächste Adventure-Rangstufe. Ich bin jetzt auf Adventure-Rang 39. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich bin schon 40, aber das stimmt gar nicht. Ich bin erst 39 und es dauert noch ein bisschen gegrindet, bis ich auf 40 bin. Aber dann will ich gleich die Materialien haben, die ich brauche, damit ich auch gleich einen Charakter wenigstens und eine Waffe auf die fünfte Stufe befördern kann. Das geht erst ab Adventure-Rang 40 und genau. Deswegen grinde ich jetzt noch ein bisschen. Hallo, Metatron. Ein chilliger Grindstream für den Anfang. Damit will ich anfangen, weil ich nach dem Stream immer so müde bin und dann mache ich es wieder nicht mehr. Dann ärgere ich mich. Aber nachher spielen wir vielleicht noch ein bisschen Smash, weil ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Steve so richtig zu testen. Ich habe ein paar kleine Kämpfe mit dem gemacht, aber mehr nicht. Und den würde ich gern noch ein bisschen mir genauer anschauen. Jetzt muss ich mir mal kurz genauer anschauen, wie viel von diesen weißen Krallen ich für ihr Schwert hier brauche. Ah nein, nicht ihr Schwert, sondern ihr Schwert. Machen wir einfach vorsichtshalber noch eine Runde da drin, oder? Kann ja nicht schaden. Warum nicht? Die sieht aus wie Chibiusa aus Sailor Moon. Meinst du dieses kleine fliegende Ding da? Ah, gut, dass du sagst. Warte mal schnell. Ich ändere schnell die Sprache vom Spiel. Weil ich, also mir, also ich finde die englische Sprache ist, glaube ich, ganz schlimm. Ich kann mir das nicht anhören. Ich habe es immer auf Chinesisch gestellt, weil es halt ein chinesisches Spiel ist. Aber die japanische soll auch sehr gut zu den Charakteren und so passen. Erst nach einem Neustart des Spiels in Kraft. Ah, ja, meinetwegen. Okay, das ist es mir wert. Auch wenn Prinzessin der Vererkelung schon ziemlich gut ist. Aber abgesehen davon, vor allem, ich habe so Angst. Ich habe mit den Kopfhörern, das Spiel ist ziemlich laut. Wenn plötzlich Paimon zu reden anfängt, dann glaube ich, explodieren meine Ohren vor Quietschigkeit. Deswegen lieber nicht riskieren. Das wäre schade. Schade um mein Gehör. Der Charakter, den ich habe, wirklich? Da muss ich mir aber nochmal Bilder von Chibiusa anschauen. Die habe ich anders in Erinnerung. Muss ich mal schnell googeln. Chibiusa Sailor Moon. Ich dachte, das war auch so ein kleines Viech, das immer so rumfliegt. Nein, ich hatte die tatsächlich ein bisschen falsch im Kopf. Ich weiß, was du meinst, ja? Die komischen Katzenohrzöpfchen da oben und die Haare hinten. Das stimmt. Sailor Moon Crystal Chibiusa Chibi. Was? Naja, aber das stimmt. Sieht der echt ähnlich. Die Charaktere sind eh alle sehr klischeehafte Anime-Figuren. Gefahrenzulage als Streamer sollte es geben. Das stimmt. Eine quietschige Anime-Charaktere quietschen einem ins Ohr. Gefahrenzulage wäre schon echt gut. Man weiß ja nie. Habe ich schon gesagt, hallo, zu alt für? Ich glaube schon, oder? Aber ich sag's nochmal. Hallo, viel zu alt für. Wie geht's? Ich bin echt so matschig in der Birne. Ich musste für die Steuer dieses Jahr, wollte mein
Sachbearbeiter im Amt eine Auflistung von allen beweglichen Sachgütern. Und das ist unglaublich viel Kleinzeug, das sich über ein ganzes Jahr angestaut hat. Jetzt habe ich quasi PayPal-Kontoauszüge, normale Kontoauszüge, Kreditkarten-Kontoauszüge, alle mir quasi aufgelistet, in Tabellen eingefügt, teilweise dann eben das Richtige rausmarkiert und das andere weggeschwärzt und habe eine Tabelle dazu gemacht und alles fein säuberlich aufgelistet und saß da ungelogen 3 Tage dran und es war so furchtbar. Aber jetzt dürfte hoffentlich alles klar sein und passen. Oh Mann, ey. Hey, ich muss den Text schnell auf Englisch stellen, weil das verwirrt mich. Ich spiele das normalerweise auf Englisch. Und hier ist es jetzt auf Deutsch gestellt. Und ich weiß dann immer nicht, was was ist, weil ich kenne die ganzen Objekte und Sachen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht neu starten, sonst lassen wir es. So wichtig ist es auch wieder nicht. Prinzessin der Verörtelung. So, genau. Jetzt ist das Menü für mich viel, wie sagt man, wie sagt man wirklich? Ich will sagen interaktiver, aber das stimmt gar nicht. Viel, na, auf Anhieb erkennbar. Mir fällt das Wort nicht ein. Intuitiver, das ist es. Da seht ihr, wie matschig ich im Kopf bin. Venti. Venti, Venti. Ich meine, hat bestimmt mit dem Wind zu tun, aber ist Venti nicht auch irgendwie italienisch für 20 oder irgendwie 30 oder irgendwie eine Zahl, glaube ich. So, jetzt nehme ich mal eine Heilerin mit. Ich nehme aber jetzt Noelle mit, weil die kann zumindest auch ordentlich reinhauen. Die kann ich bei weitem nicht so gut heilen wie Barbara, aber dafür haut die auch ein bisschen rein. Und solange ich keine Feuergegner habe, brauche ich Barbara nicht. Bra, bra. Ja. Oder? Ja, passt schon. Bist immer noch total neidisch, dass ich Venti habe. Ich habe einfach wirklich im Grunde den ganzen Grind, den man in dem Spiel machen kann. Alle 2 Gebiete, alles, was man an Primo Chance, diese Kristalle verdienen kann, habe ich im Grunde in diese Box gesteckt, in der Venti als spezieller Charakter drin war. Und irgendwann, ich glaube nach, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn man 90 von diesen Boxen öffnet, also 9 Zehner-Pakete, kriegt man den sogar garantiert. Ich hatte Glück und habe den schon früher bekommen, aber ich habe da wirklich alles reingegrindet in Venti. Bei ihr hatte ich wirklich Glück, dass ich sie bekommen habe, weil sie ist auch wirklich sehr gut. Eine sehr gute Damage-Dealerin. Dealerin? Ich hätte lieber den Feuerkerl gehabt, weil der hat ein Breitschwert. Noelle ist jetzt meine einzige Breitschwertfigur und die ist im Grunde vor allem zum Erze abgraben wichtig. Der Feuerkerl wäre quasi ein guter Erzegräber zum Erkunden und gleichzeitig ein guter Kämpfer. Da müsste ich nicht so viel durchwechseln. Aber ich kann mich nicht beschweren mit meinen Drops bisher. Hey, wartet mal, ab 19 Uhr kann das sein, dass es jetzt schon die neuen Wunschboxen gibt? Ja, genau. Kann ich mir leider noch nicht leisten. Muss ich noch ein bisschen mehr grinden. Aber da gibt es jetzt wieder einen neuen 5-Sterne-Charakter mit erhöhter Wahrscheinlichkeit. Und den oder die, ich bin mir nicht sicher, grünhaarigen Windcharakter da im Hintergrund habe ich auch noch nicht. Noelle und den Wasserjungen, da kenne ich schon, den habe ich schon. Aber gut, okay, cool. Waffen. Gibt irgendjemand wirklich seine hart verdienten Primo-Gems und sowas für Waffen aus? Ich meine, ich glaube, wenn man so richtig optimieren will und wenn man voll so der Optimierer ist, ne, und hier noch die letzten paar Prozent und da noch den letzten Damage-Boost rausholen will, dann kann ich mir vorstellen, macht das Sinn, dass man auf so 5-Sterne-Waffen spekuliert. Ich meine, ich habe noch keine einzige 5-Sterne-Waffe, aber. Also, solange ich nicht alle Charaktere freigeschaltet habe, auch wenn ich die meisten nie benutzen werde, werde ich keine Primo Chance oder irgendwas für Waffen ausgeben, denke ich. Ja. Ja. Im Wendy Pack müsste auch Razor sein. Der hat ein Breitschwert mit Blitzelement. Razor habe ich jetzt freigespielt. Vorgestern, glaube ich, war der in einem Paket drin. Aber ich. Muss ich jetzt. Machen wir schnell die Challenge, dann kann ich es euch zeigen.
Aber den habe ich jetzt nicht hochgelevelt, weil das würde so lange dauern. Das würde zu viel Ressourcen in Kauf nehmen. Aufbrauchen. Und ich habe mit ihr eben schon einen sehr guten Elektro-Damage-Dealer. Deswegen brauche ich im Grunde jetzt gar keinen anderen. Aktuell. Halt, Heiler. Nee, zu ihm schnell, bevor die anderen heilt. Hier machen halt blöderweise die Wasserschleims diesen Wirbel von Venti automatisch zu einem Wasserwirbel, gegen was die natürlich immun sind. Aber könnte ich den mit meinen Blitzfiguren zu einem Blitzwirbel machen, wären hier halt alle sofort instant tot. Deswegen ist Venti halt ein wirklich unfassbar mächtiger Support-Charakter. Weil wenn man seinen Wirbel mit dem richtigen Element infused, dann bombt er einfach alles weg. Oh, außer man ist in der Seifenblase gefangen. Der ist in dem Blitzwirbel. Das gibt Schaden. Sudala. Da, 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 da. Na schön. Ich hätte nämlich sogar für Razer gespart, weil man kriegt ja... Das Spiel hat so viele verschiedene Währungen, das ist wirklich unübersichtlich. Aber man kriegt ja, wenn man so Lootboxen öffnet, immer, ich glaube wirklich immer... So Sternstaub-Währung, die man im Shop für besondere Sachen einlösen kann. Und wenn man einen 5-Sterne oder ich glaube schon, wenn man 5-Sterne Waffen oder Charaktere doppelt freischaltet, kriegt man irgendwie Sternsplitter oder ich weiß nicht genau, wie die heißen. Auf jeden Fall eine seltenere Währung. Und für die noch seltenere Währung hätte man diesen Monat auch eben Razer freischalten können. Jetzt habe ich extra gespart auf den und habe jetzt fast das nötige Kleingeld zusammen. Aber es war eben gar nicht notwendig. Abraxe, vielen Dank, voll cool. Dankeschön fürs Upgraden, wollte ich schon sagen. Abrunden, aufrunden. Dankeschön. Oh Gott, Genau, auf jeden Fall ist das eigentlich voll cool, dass ich den jetzt aus einer Lootbox zufällig bekommen habe. Weil jetzt kann ich mir die sparen und kann gucken, was nächsten Monat hier für Charaktere zum Kaufen sind, bevor ich die ausgebe. Weil wenn jetzt nächsten Monat kein neuer Charakter hier dabei ist, dann gebe ich die, glaube ich, wirklich für Fate aus. Also falls ihr nicht wisst, was das eigentlich bedeutet, was ich hier sage, man kann hier quasi entweder gleich Charaktere kaufen oder diese Dinger hier, die quasi den Wert von einer Lootbox haben. Also da kriegt man dann entweder einen Charakter oder eine Waffe. Aber wenn ich schon sicher einen Charakter kaufen kann, den ich noch nicht habe, würde ich lieber das machen. Aber wie gesagt, da warte ich jetzt mal in 11 Tagen wird das refreshed und dann weiß ich Bescheid. Und das Gute ist nämlich, das habe ich mir nämlich schon ausgerechnet, na, so viel rechnen musste ich da nicht, dass hier bei den Wishes die neuen Special Lootboxen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 20 Tage bestehen. Also länger als der Shop. Also der Shop wird resettet, bevor diese Lootbox verschwindet. Das heißt, ich kann warten, ob neue Charaktere kommen und wenn keine neuen Charaktere kommen, dann gebe ich meine ganzen Sternsplitter-Währungsdinger für diese Lootboxen hier aus, weil ich da die Chance habe, vielleicht einen neuen 5-Sterne-Charakter zu kriegen. Dieses Feuermädchen da nämlich. Die übrigens, finde ich, voll Son Goku ist. Also die Animation ist wie der Junge, der Kinder Son Goku, finde ich, wenn die rumläuft. Die durfte man schon mal in irgendeinem Level in der Story spielen. Die ist witzig. Hey, da fällt mir gerade ein. Ist nicht ein Test-Event? Ja, Trial Runs. Na guck, die können wir auch machen. Können wir sie gleich mal testen. Und zwei andere auch. Einen davon habe ich schon. Oder so, witzigerweise. Kann ich trotzdem testen.
Ja, genau. Charaktere doppelt zu kriegen ist theoretisch auch nützlich. Und wie gesagt, wenn man eher so auf Optimierung spielt, sollte man wahrscheinlich auch lieber das machen, sich auf wenige Charaktere spezialisieren und konzentrieren. Aber ich bin halt eher so ein bisschen so ein Completionist. Ich hätte lieber gern möglichst viel verschiedene Charaktere, auch wenn ich sie nicht nutze. Deswegen. So, warte mal. Bei der Laufanimation habe ich es mir gedacht. Es ist auch so ein bisschen, wie heißt denn die Vorgänger. Der Vorgängermanga von Dragon Ball, Orille oder so. Naja, auf jeden Fall ist die nett animiert, finde ich. Lustig mit ihrem riesen Rucksack und so. Dr. Slump ist das, genau. Also nicht die Figur, die heißt Orille, glaube ich. Eine Feuermagierin. Ich bin von so Magiecharakteren nicht überzeugt, aber ich muss schon sagen, die haut schon rein, ne? Ich glaube, die ist gar kein schlechter Feuer, wahrscheinlich eher Support-Charakter. Was machen die Kügelchen? Ich glaube, die explodieren bei Kontakt, oder? Ja, genau. Ja, ist schon irgendwie cool. Kommt in mein Minenfeld. Yippie! Hä? Ich glaube, irgendwie hat mein Controller eine schlechte Verbindung. Die Figur läuft von selbst manchmal. Ich muss den Controller, glaube ich, mal über den Tisch halten. Unter dem Tisch spinnt irgendwie. Ganz komisch. Yeah, das war ein Volltreffer. Ist schon ein lustiger. Macht Spaß, mit der zu spielen, auf jeden Fall. Ist ein lustiger Charakter. Tschüss, Schleimi. Aber ihre super Special-Attacke, die beschwört dann so Laserblumen einfach, oder? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Ja, für die Sammlung hätte ich die natürlich schon gern, aber wenn, dann kommt die wahrscheinlich auf die Ersatzbank leider. Challenge complete! Der Charakter heißt Arali. Ah ja, genau. Okay, gut. Danke. Und jetzt? Ich glaube, ich habe versehentlich irgendwie nochmal. Oder? Ich lief mal die Domain. Schauen wir mal. Bin mir nicht sicher. Ich finde es komisch, dass die einem bei so einem Trial von so einer elementarbasierten Figur, so stark elementarbasierten Figur, dass die da keinen anderen Charakter einem dazugeben, einfach für Elementareffekte. Aber gut, weil dann kommt erst die wahre Macht zum Vorschein bei so stark auf Elementarangriffe fokussierte Charaktere. Die sind meistens immer erst als Support-Charaktere für Damage-Dealer wirklich gut. Das macht übrigens, das habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt und das stimmt wirklich. Dafür sind die Elementarschleime da, ja, das stimmt. Es macht so viel Sinn, dass man einen Damage-Dealer und einen Support-Charakter vom gleichen Element hat. Ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich möglichst viele verschiedene Elemente im Team habe, weil das klingt auch intuitiv logisch. Aber es macht so viel Sinn, wenn man da zwei passende Elemente hat, weil sich die Fähigkeiten von denen dann viel schneller aufladen. Das ist eben das Coole dran. Weil man für jeden Angriff und jeden Spezialangriff Elementarenergie sammelt, für das Element, das dieser Charakter hat. Und das lädt zwar auch die Elementattacken von den anderen Charakteren auf, die nicht das gleiche Element haben, die von dem gleichen Element aber viel schneller. Und die beiden quasi, jetzt bei mir hier Fischl,
die Prinzessin der Verökelung und Kick Queen hier können sich quasi gegenseitig fast permanent ihre Spezialattacke wieder aufladen, wenn die gut trifft. Und das ist schon verdammt mächtig. Ein Kombo-Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit... Achso, Xingqiu heißt der Charakter. Den habe ich sogar, aber den schicke ich ehrlich gesagt immer nur irgendwie auf Erkundungsmissionen. Habe ich nie hochgelevelt. Ist mein einziger offensiver Wassercharakter eigentlich. Aber Barbara ist einfach super. Wenn man Barbara hat, braucht man halt den nicht mehr. Den Waterboy. Ach guck, hier habe ich wirklich sie mit dabei als zweite Elementarfigur, damit man coole Kombos machen kann. Aber jetzt gerade machen ihre Fähigkeiten gar keinen Sinn. Naja, gut, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich mag immer lieber die langsamen Hau-drauf-Charaktere als die schnellen Fuchtler. Wobei die schnellen Fuchtler meistens oder oft die eigentlich stärkeren Damage-Dealer sind. Aber ich habe immer lieber so langsam wuchtige Charaktere. So, hebe ich mir aber auf. Ah ja, genau. Kommt her. Oh, ach so. So Dauerfeuerschwerter hat der quasi. Das in Kombination mit ihrem Feuerwubbel ist bestimmt nicht schlecht. Oh yeah, da wird vaporisiert hier. Das hat schon ordentlich reingehauen. Gerade gegen die Nicht-Schleim-Gegner. Das ist natürlich eine mächtige Kombination. Das wird ja super verdammt hier. Oh, das ging schnell. So schnell. Das ist voll blöd. Das passiert mir bei so Challenges voll oft, weil ich bin immer noch dabei, den Attacke-Button zu mashen ohne Ende natürlich. Und dann kommt schon dieses Menü von wegen, möchtest du aufhören oder weitermachen? Und dann, weil der Angriffsknopf kreis ist, verlasse ich immer die Dungeons. Versehentlich oft. Also gerade in diesem Spiral-Tower passiert mir das ständig. Abraxel, dankeschön für die Bits. Yippie! Das Glas wird gefüllt. Wunderschön. Ich finde, also dieses Spendenglas, dieses Bitglas, ist das beste Feature, das jemals irgendein Service-Portal-Plattform irgendwie angeboten hat. Finde ich. Das ist so super. Das ist so super. Das finde ich klasse. Sudala, einen Charakter können wir noch testen und den kenne ich tatsächlich wirklich nicht. Jetzt nehmen wir uns hier mal noch unsere Belohnung. Tadam. Die, ich schätze, es ist eine Sie. Harmless Sweetie. Das ist ein toller Titel für einen Kämpfer. Da steht nirgends... Ah doch, da unten. Sucrose. Sucrose. Keine Ahnung. Ein Windheld. Eine Windheldin anscheinend. Na dann, schauen wir mal. Da habe ich, glaube ich, wirklich nur Venti. Ich habe, glaube ich, gar keinen anderen Windcharakter. Außer Venti. Gut, dass ich den hab. Ich überlege wirklich. Ach so, natürlich. Meine Protagonistin ist theoretisch ein Windheld. Die habe ich halt auf Stein gestellt. Aber ansonsten... Hi, Aldous. Hallo. Ah ja. Wind und Blitz. Ich bin gespannt. Windfähigkeiten sind schon unter Umständen echt super mächtig. Ich bin gespannt, was ihr super Special Move ist. Aber jetzt habe ich hier irgendwie zwei Support-Charaktere, mit denen ich hier kämpfen soll. Das ist eine interessante Kombination, die zwei, finde ich. Zwei Magierinnen. Check-in, Engine-Check-in.
Okay, Achtung, Super Schmetterling Power Move. Ah ja. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, das in Kombination mit ihrer Glühbirne könnte echt supermächtig sein. Deswegen geben die einem die beiden Charaktere wahrscheinlich. Das Timing habe ich jetzt ein bisschen vermasselt, aber vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit dazu. Ich muss sie mal ein bisschen aufladen. Ich finde, dieser Aufladeangriff von ihr dauert viel zu lang, dafür, dass er dann gar nicht mal so super ist. Von Lisa. Aber jetzt! Glühbirnen-Schmetterling-Kombo des Elektrowind-Todes! Das ist schon ziemlich mächtig. Leider hält der Wind von ihr nicht sehr lange an. Aber das ist schon eine echt gute Kombination. Okay, können wir gleich nochmal machen. Nein, wo wirfst du denn den Schmetterling hin? Du machst alles falsch, aber passt schon. Ist noch erlaubt. Tada! Wunderbar. Ohne sexistisch klingen zu wollen, aber die Strapse dürften ein Hinweis sein. Ach, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Gerade in Anime ist man da nicht so. Und ehrlich gesagt, witzigerweise, wenn ich so drüber nachdenke, so spontan, verbinde ich Strapse tatsächlich eher mit Drag Queens als mit geborenen Frauen quasi. Insofern. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich vor kurzem Doom Patrol gesehen habe. Gesuchtet habe. Ich habe jetzt noch die letzte Folge der zweiten Staffel vor mir. Die Serie ist so gut, ey. Wirklich, Doom Patrol gefällt mir echt super gut. Gefällt mir echt besser wie The Boys, wobei die auch super ist. Sind auch vom Stil her sehr unterschiedlich, aber mich spricht einfach der Stil und die Thematik von Doom Patrol viel mehr an. Doom Patrol beschäftigt sich eigentlich viel mehr mit der Psyche von diesen Außenseiterhelden. Und das ist, finde ich, ein total interessanter und cooler Ansatz.